Nachdem wir euch in der letzten Episode mitgenommen haben nach Turkmenistan und Usbekistan, geht es dieses Mal in ein weiteres Stanland, nach Tadschikistan. Hier waren wir ungefähr 2 Wochen unterwegs und sind dem legendären Pamir Highway gefolgt. Gestartet sind wir aber ganz im Nordwesten des Landes, sind eingereist aus dem usbekischen Samarkand, haben einen Abstecher gemacht zum wunderschönen Iskandarkul Lake, an dem wir 5 Tage verbracht haben, sind dann weiter in die tadschikische Hauptstadt nach Dushanbe. Dort startet eben der Pamir Highway. Der Pamir Highway ist die zweithöchste Fernstraße der Welt und führt einmal quer durch das schöne Pamirgebirge. Schon kurz nach dem Start erreicht man auf ihm die afghanische Grenze und an dieser entlang schlängelt man sich dann auf endlosen Schotterpisten bis nach Kirgisistan. In Chorok hat man dann die Möglichkeit, einen Abstecher zu machen. Das haben wir getan. Wir sind weiter an der afghanischen Grenze entlang durch das Barkhan Valley gefahren. In Alikur treffen die beiden Straßen dann wieder aufeinander und die letzten beiden Tage führen über die beiden höchsten Pässe Tadschikistans bis nach Kirgisistan. Viel Spaß beim Zuschauen. Lange überfälligen Waschtag eingelegt und ja, glücklicherweise mit ganz guter Aussicht.
Tina, wo stehen wir hier? In Duschanbe. In Duschanbe? Mhm. Bist du in deinem Homeoffice und hast einen langen Arbeitstag? Richtig, ja. Ja, ja. Jo, wir stehen bei den netten Leuten vom, ich glaube, City Hostel Duschanbe. Hier können wir für $5 die Nacht stehen und deren Wi-Fi nutzen, was auch gut ist. Denn wir laden gerade die nächste Episode hoch. Es geht sehr, sehr langsam, aber immer noch besser als gar kein Internet. Von daher, bleibt gespannt. Tina, da hinten im Hintergrund, da ist ein Fluss und dahinter sind Berge. Was ist das? Afghanistan. Wirklich? Ja. Da ist Afghanistan. Verrückt. Und da werden wir jetzt noch ein paar hundert Kilometer da entlang fahren wahrscheinlich. Also jetzt noch mal irgendwie, ich schätze mal 200. Und dann Wakan-Korridor auch nochmal vielleicht. Ja, sehr spannend. Und hier sind Kühe auf der Straße. Deswegen lege ich die Kamera jetzt mal wieder weg. Wir sind angekommen an unserem ersten Campspot auf dem Pamir Highway. Ganz cool. So kann es weitergehen. Das da drüben auf der anderen Seite von dem Fluss ist nach wie vor Afghanistan. Gemacht. Ich habe unser Auto gewaschen. Hier, ich zeig dir mal wo. Kalt. Heute ist unser dritter Tag auf dem Pamir Highway und man muss echt sagen, die Landschaft ist der absolute Wahnsinn. Also gestern und vorgestern schon. Wir fahren hier durch die Täler zwischen Tadschikistan und Afghanistan, umgeben von riesigen Bergen, vorbei an tiefblauen Flüssen,
schneebedeckte Gipfel. Also eine absolute Wahnsinnslandschaft. Wir kommen nur relativ langsam voran, muss man sagen. Also gestern sind wir 9 Stunden gefahren, haben nur 210 Kilometer geschafft in der Zeit. Und das liegt hauptsächlich daran, denn auch wenn das ganze Ding Pamir Highway heißt und tatsächlich eine der Verkehrsachsen zwischen Asien und Europa ist, hier passiert eine ganze Menge Güterverkehr und es gibt auch nicht so richtig eine Alternative. So sind die Straßenbedingungen doch eher rough. Hauptsächlich besteht das Ganze aus Schotterpisten mit unglaublich tiefen Schlaglöchern, Straßen vorbei an ganz tiefen Abgründen, immer wieder so Schotterlawinen, die die halbe Straße bedecken. Also das Terrain ist heftig. Tina schneidet sicherlich ein bisschen Material gerade davon rein. Aber wir sind heute auf die hoffentlich relativ smarte Idee gekommen. Wir haben jetzt ein bisschen Reifendruck abgelassen, um so ein bisschen der Federung mehr Raum zu geben und ein bisschen weniger Gerumpel zu haben. Hier ist gerade Sand. Guten Morgen, Tag 4 vom Pamir Highway und es wird der längste Tag im Wakhan Valley, von daher sehr, sehr cool. Wir bleiben gespannt. Den Balkan-Korridor an der Grenze zwischen Tadschikistan, Afghanistan und man sieht dahinter auch schon die hohen Berge Pakistans. Ist ein absoluter Traum. Na, Wandertina? Schaffen wir das? Positive Energie, schaffen wir das? Tina? Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
Merke, es ist kalt. Wir sind auf 3600 Metern. Immer noch vor unserem ersten großen Pass. Wir haben ja drei Pässe über 4000 Metern auf dem Pamir Highway. Der erste kommt jetzt innerhalb der nächsten 40 Kilometer. Und ja, drückt uns die Daumen, dass wir da drüber kommen und dass die Wasserstellen, durch die wir durch müssen, nicht größer werden. So, heute ist unser siebter Tag auf dem Pamir Highway. Gestern sind wir aus dem Wakan-Korridor, dem Wakan Valley, rausgefahren. Das war der Abstecher, den wir die letzten Tage gefahren sind und der unglaublich schön war, an der Grenze zu Afghanistan. Richtig, richtig cool. Da sind wir gestern rausgefahren, haben uns gefreut, dass wir nach ungefähr 500 Kilometern Schotterpiste endlich mal wieder ein bisschen geteerte Straße gesehen haben. Das war sehr, sehr gut. Haben auch den ersten hohen Pass hinter uns gebracht mit 4300 Meter und sind froh, dass unser Auto das echt ganz gut mitgemacht hat. Die Straßen waren zwar rough, aber wir haben es geschafft, es hat gut geklappt. Und dann haben wir gestern Nacht in Murghab übernachtet auf 3600 Meter. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur kirgisischen Grenze. Das wird nochmal interessant, weil wir nochmal wieder über zwei hohe Pässe müssen. Der erste ist der Akbaital-Pass. Der ist auf 4655 Metern. Und ja, müssen wir mal gucken, ob das Auto das wieder so gut mitmacht wie gestern. Der höchste Pass in Tadschikistan. Ja. Und genau, dann fahren wir nach Kirgisistan und danach kommt dann schon die China-Durchquerung. Okay, mal stopp.
Wir sind hier an der Grenze von Tadschikistan nach Kirgisistan. Wir sind gerade unten im Tal ausgereist aus Tadschikistan, jetzt hier hochgefahren auf den Pass auf 4300 Metern. Hier ist der offizielle Grenzübergang eben und der zweithöchste der Welt. Der höchste kommt noch, das ist der zwischen China und Pakistan, da sind wir dann in einer Woche ungefähr. Und jetzt fahren wir runter und können unten nach Kirgisistan einreisen. Da machen wir uns noch ein paar nette Tage und dann geht's rüber nach China.